Als nächster Redner nun zu Wort gemeldet ist Wolfgang Knees. Er kommt von der SPÖ. Als nächster zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter Wolfgang Knees. Bitte, Herr Abgeordneter. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, geschätzte Damen und Herren, Hohen Haus. Ich möchte vielleicht auf den Tagesordnungspunkt 3 eingehen, die Pensionsautomatik, gestellt auch von unserem Kollegen Loaka, aber mehrfach auch von vielen, leider Gottes, Nationalrätinnen und Nationalräten hier gefordert. Wir hatten ja dazu bereits letzte Mal die Diskussionen auch in der Sondersitzung, die ja Sie explizit auf diesen Wunsch hin einberufen haben. Und da muss man schon ein bisschen nachdenken und sagen, geschätzter Herr Kollege Loaka, Sie tun mir irgendwie leid. Ja? Offensichtlich kennen Sie sich in dieser Thematik überhaupt nicht aus. Ich nehme es Ihnen auch überhaupt nicht übel, dass Sie diese Anträge auch ordnungsgemäß einbringen. Aber was ich Ihnen übel nehme, ist natürlich, dass Sie sich weder in dieser Sache auskennen und schon gar nicht recherchieren. Ja? Sie bringen einfach Zahlen hier in den Raum, die absolut nicht mehr so passen. Ich möchte nur daran erinnern, dass es in der Zeit von 2009 bis 2015 viele Regelmäßigkeiten gegeben hat, aber auch Reformen zu diesen Schritten. Unter einem interessanterweise ein Budgetbegleitgesetz, wo alle diese Punkte, die Sie hier in Ihren Antrag fordern, bereits involviert sind. Pensionsanpassungen, Langzeitversicherungen, Pensionen, Invalidität, Korridorpension, dann die Erhöhung der Pensionsversicherungsbeiträge etc. etc. Also ich bitte Sie wirklich einmal nachzulesen. Des Weiteren haben Sie auch übersehen das Stabilitätsgesetz. Immerhin hier im Hohen Haus beschlossen. Und das beinhaltet das einheitliche Pensionskonto, was für jede Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer, Arbeitangestellte jederzeit abrufbar ist, transparent ist und jeder sich auf seinen Lebensunterhalt vorbereiten kann. Das nächste ist natürlich das Sozial-, ja, lassen Sie mich aussprechen, Sozialrechtsänderungsgesetz, offensichtlich bei Ihnen komplett daneben gegangen, weil auch ein weiterer Antrag heute von Ihnen hier gestellt wird. Aber summa summarum wurde, und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2009 bis 2015 allein aus diesen Titeln heraus, was die Bundesregierung geschafft hat, eine Einsparung in diesem System von 7,5 Milliarden Euro für das Budget erwirtschaftet. Und die Vorausschau ist nämlich wirklich erfreulich, auch was die Pensionen betrifft, nämlich von 2016 bis 2020 ein Einsparungspotenzial dann insgesamt von 10 Milliarden Euro. Und Sie stellen sich hierher und kommen mit einem Antrag Pensionsautomatik und wollen den ASVG und Angestellten gleich mal 29% wegnehmen und gleichzeitig auch das Pensionsalter auf 69 erhöhen. Von Frauenpensionsalter noch abgesehen. Sie beuteln nur mit dem Kopf, weil Sie sich sowieso nicht auskennen. Aber an die ÖVP auch gerichtet, weil auch einige der ÖVP nach auch wollen, heute wieder gehört, nämlich diese Pensionsautomatik wäre ja das Allheilmittel. Genau diese 10 Milliarden Euro, die wir bereits im Pensionssystem eingespart haben und auch vorausblickend bis 2020, finden wir nämlich in den Förderungswesen. Da lade ich die ÖVP mal recht herzlich ein, auch in der Agrarförderung nachzudenken, wo eigentlich das Geld hingeht, nämlich steuerfrei in die Hosentaschen dieser Bezieherinnen und Bezieher. Und auch nachzudenken, nicht nur in der Förderung, sondern auch bei den Luxuspensionen. Das ist heute auch schon angesprochen worden. Kein einziger, auch der Herr Doppler, der das angesprochen hat, sagt etwas dazu. Ein Beispiel. Und ich glaube, da habe ich sogar die FPÖ hinter meiner Seite. Ich glaube, dass eine Luxuspension von Euro 14.000 brutto eine Luxuspension ist. Ist das richtig? Das ist sehr gut. Haben wir schon auf unserer Seite? Dann erklären Sie bitte nicht mir, sondern unseren Österreicherinnen und Österreichern, warum ein Alexander Götz und ein Herr Peter Weinmeister, ehemalige FPÖ-Politiker aus Graz, nämlich genau 14.000 Euro brutto kassieren. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, diese Diskussionen brauchen wir nicht mehr führen. Und ich sage Ihnen noch mit auf dieser Reise, wir werden uns vehement wehren und wir werden uns dafür einsetzen und für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nämlich einen angenehmen Lebensunterhalt in ihrem Alter zu leisten. Und das können wir uns leisten. Und wir werden natürlich versuchen, diese Pensionsautomatik zu verhindern. Und das werden wir verhindern seitens der SPÖ. Und wir werden auch das Agrarwesen und die Förderungen ganz genau durchleuchten und jene Mittel nämlich genau in diese Leute zu schießen, die sozial nämlich an der schwächsten Randleiste stehen. Herzlichen Dank.
Von 2016 bis 2020 habe man ein Einsparungspotenzial von 10 Milliarden Euro im aktuellen Pensionssystem, argumentiert Wolfgang Knees von der SPÖ, warum das Pensionssystem sicher und eine Pensionsautomatik nicht notwendig sei.